der 2. Februar 1970. Wir sind auf einem Luftwaffenstützpunkt in Montana. Heute wird die 71. Fighter Interceptor Squadron einen Trainingsflug durchführen. 4 Piloten steigen in die Düsenflugzeuge und heben ab. Kurz darauf aktiviert einer der Piloten aus Versehen den Bremsfallschirm. Eine Stoffkuppel schießt aus dem Flugzeug. Sie füllt sich mit Luft und stoppt den Flug des Flugzeugs. Der Pilot muss landen. Die anderen 3 Piloten setzen das Training fort. Sie kommen am vorhergesehenen Ort an und beginnen einen Luftkampf zu simulieren. Jeder Pilot ist Profi und sie haben schon viele Male ein ähnliches Training absolviert. Aber heute wird etwas Erstaunliches passieren. Der Pilot des einen Flugzeugs, Major Curtis, ist mit 2 anderen Flugzeugen in einen Kampf verwickelt. Einer seiner Gegner ist Captain Faust. 2 Flugzeuge jagen das Ziel. Major Curtis dreht seinen Jet und steuert ihn nach oben. Die beiden anderen Flugzeuge folgen ihm. Der Major führt das Manöver Vertical Rolling Scissors durch. Dabei fliegt er in einer Spirale nach oben und macht gleichzeitig eine Fassrolle. Dann dreht der Major das Flugzeug und schießt im Sturzflug nach unten. Seine Verfolger sind dicht hinter ihm. Aber Major Curtis führt ein weiteres Flugmanöver aus. Er steuert zur Seite und fliegt an Captain Faust vorbei. In diesem Moment beginnt das Flugzeug des Captains zu wackeln. Die Spitze des Flugzeugs senkt sich und der Jet stürzt mit hoher Geschwindigkeit Richtung Boden. Captain Faust kann nichts tun, denn das Flugzeug reagiert nicht mehr. Der Steuerknüppel funktioniert nicht und der Motor ist ausgefallen. Der Captain kann also nur noch den Bremsfallschirm aktivieren. Aber auch er funktioniert nicht. Das Flugzeug kommt dem Boden immer näher. Es kann nicht mehr gerettet werden. Jetzt ist es wichtig, das Leben des Captain Faust zu retten. Er springt ab und öffnet den Fallschirm. Doch plötzlich beginnt das führerlose Flugzeug geradeaus zu fliegen. Die Klappen an den Flügeln werden aktiviert und der Absturz wird gestoppt. Das Flugzeug fliegt ohne Pilot weiter und geht langsam in den Sinkflug über. Es fliegt mit einer Geschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde und verschwindet hinter den Klippen. Captain Faust landet sicher auf einem schneebedeckten Feld. Die anderen Piloten sehen das und befürchten, dass das Flugzeug in die nahegelegene Stadt stürzen könnte. Sie fliegen hinterher. Aber zu diesem Zeitpunkt geht das unbemannte Flugzeug schon in die Landung über, berührt den Boden und rollt über das Feld. Dann macht es eine 20-Grad-Drehung und durchbricht einen Zaun. Das Flugzeug bleibt auf dem Feld eines Bauern stehen. Der Besitzer des Hofs alarmiert die örtliche Polizei. Ein Beamter trifft ein und telefoniert mit dem Militärstützpunkt, um zu berichten, was passiert ist. Er nähert sich dem abgestürzten Flugzeug, um den Schaden zu begutachten und den laufenden Motor abzustellen. Aber als er näher kommt, fängt das Flugzeug an zu summen und zu wackeln, als ob es fliehen wollte. Die Besitzer des Flugzeugs treffen ein. Sie sind überrascht, denn das Flugzeug ist in fast perfektem Zustand. Sie bringen es zurück zur Basis, reparieren es und nehmen es wieder in Betrieb. Im Jahr 2016 fuhr in Belgien ein Zug ohne Lokführer. Menschen an 2 Bahnhöfen sahen den Zug, wie er langsam vorbeifuhr. Er hielt nicht an, bremste nicht und beschleunigte auch nicht. Er fuhr einfach langsam durch. Die Fahrgäste konnten den Lokführer nicht erreichen und aussteigen, weil niemand den Zug steuerte. Panik stieg auf. Die Leute schrien, dass ein Geisterzug ohne Lokführer unterwegs war. Aber die Wahrheit war nicht ganz so mysteriös. Der leere Personenzug hatte den Bahnhof planmäßig verlassen, als der Lokführer eine Störung bemerkte. Er hielt den Zug an und stieg aus, um nachzusehen, was los war. Aber aus irgendeinem Grund fuhr der Zug von selbst wieder an. Und der Lokführer hatte keine Zeit aufzuspringen. Zum Glück ging alles gut aus. Der Lokführer warnte seine Kollegen vor dem führerlosen Zug und alle wurden aus den Bahnhöfen evakuiert. An einem Bahnhof sprang dann ein mutiger Lokführer in den fahrenden Zug und stoppte ihn. Apropos Geisterbahn, die kannst du in Großbritannien sehen. Dort fahren sie durch Bahnhöfe, die schon lange aufgegeben wurden. Wenn du in so einen Zug einsteigst, bist du wahrscheinlich der einzige Fahrgast. Die Behörden lassen diese Züge fahren, weil es für das Land rentabel ist. Du musst wissen, die Strecke eines Geisterzugs zu streichen ist ein enormer Verwaltungsaufwand und kostet eine Menge Geld. Also lassen sie sie einfach weiter durchs Land fahren. Sie stören ja niemanden. Jetzt sind wir auf dem Meer. Hier schwimmt ein Schiff, das mehrere Monate lang ohne Kapitän umhertrieb. Das Schiff heißt Alta. Es wurde 2017 von einem neuen Eigner gekauft und segelte unter der Flagge von Tansania. Vielleicht kennst du AIS, das Automatic Identification System. Das ist ein Navigationssystem, das wie GPS funktioniert, mit dem alle Schiffe ausgestattet sind. Damit kann die Route auf dem Meer verfolgt werden. Diese Funktion war bei der Alta aber deaktiviert.
Das Schiff verschwand auf den Satellitenbildern, aber tauchte mehrmals wieder auf. Im Jahr 2017 segelte es an griechischen Hafenstädten vorbei. Die Alta legte 12 Stopps ein, auch in 3 Hafenstädten entlang der griechischen Küste. Dann verschwand das AIS-Signal. 10 Monate später tauchte die Alta an der Nordküste Afrikas wieder auf. Im September 2018 war es auf dem Weg nach Haiti. Aber dann fiel der Motor aus. Die nächste Küste war weit weg. Das Schiff trieb ein paar Tage, aber die Besatzung konnte es nicht reparieren. Die Verpflegung wurde knapp. Und die Situation verschlimmerte sich, als sich ein heftiger Sturm näherte. Zum Glück erreichte ein Rettungsboot das Schiff und kurz vor Eintreffen des Hurrikans konnten alle evakuiert werden. Die Alta blieb aber auf dem Meer zurück. Nach einer Weile wurde ein anderes Schiff geschickt, um die Alta an die Küste von Guyana zu schleppen. Aber etwas stimmte nicht. Die Alta war weg. Jemand hatte die Alta gestohlen. Niemand weiß, wer es war und warum. Fast ein Jahr verging, bis im Atlantik ein Schiff der britischen Marine die treibende Alta entdeckte. Niemand war an Bord. Niemand steuerte es. Dann, fast 6 Monate später, sah ein Bewohner einer kleinen Stadt in Irland das verlassene Schiff vor der Küste treiben. Irgendwie hatte es die Alta geschafft, den Atlantik zu überqueren und wurde an die irischen Küsten gespült. Die irischen Behörden sagten, es sei ein Wunder, dass das Schiff ungesehen an ihre Küste geschwemmt wurde. Es trieb seelenruhig über eine so lange Entfernung und überstand mehrere Stürme. Dann wurde eine Untersuchung eingeleitet, um den Eigentümer des Schiffs zu ermitteln. Das war wichtig, denn die verantwortliche Person sollte die Alta abschleppen. Aber sie konnten den Eigentümer nicht ausfindig machen. Eines Tages rief eine unbekannte Person bei den irischen Behörden an und behauptete, der Eigentümer der Alta zu sein. Allerdings konnte er dafür keine Beweise liefern. Aber der Rekord für das am längsten auf dem Meer treibende Schiff gehört der SS Baikimo. Dieses Geisterschiff wurde 38 Jahre lang zu verschiedenen Zeiten gesichtet. Es war ein Handelsschiff, das einer kanadischen Handelsgesellschaft gehörte. Im Jahr 1931 wurde es vor der Küste Alaskas vom Eis eingeschlossen. Ein starker Schneesturm setzte ein. Die Besatzung wartete eine Woche, bis der Sturm vorüber war. Aber er wurde nur noch schlimmer. Als der Sturm etwas nachließ, brach ein Teil der Besatzung in die nächste Stadt auf. Die anderen Besatzungsmitglieder und der Kapitän schlugen ihr Lager in der Nähe des Schiffes auf. Der Sturm tobte noch lange Zeit. Es war ein so starker Schneesturm, dass die Leute kaum ihre ausgestreckten Hände sehen konnten. Als der Sturm endlich vorbei war, ging der Kapitän los, um sein Schiff zu suchen. Aber es war weg. Er ging davon aus, dass es während des Schneesturms gesunken war. Aber eine Woche später tauchte es in der Nähe der Stelle auf, wo es verloren gegangen war. Sein Rumpf war so stark beschädigt, dass ein Weitersegeln zu gefährlich war. Also beschloss der Kapitän, sein Schiff aufzugeben. Es ging aber nicht unter. In den folgenden 38 Jahren wurde es an verschiedenen Stellen entlang der Küste von Alaska gesehen. Das letzte Mal 1969 wurde das gefrorene Schiff im Eis steckend gesichtet. Im Jahr 2006 wurde ein Projekt ins Leben gerufen, um die SS Baikimo zu finden. Aber in all den Jahren hat niemand es gesehen. Sein Schicksal ist zwar unbekannt, aber wir können davon ausgehen, dass das Schiff seinen Frieden auf dem Meeresgrund der Tschuktschensee gefunden hat.